Best of friends. Rätselhafte Freundschaften in Molekülen. Ein Chemiegleichnis. Hallo, mein Vorname ist Oxidan. Kennt ihr die Familie Hydro und die Familie Oxygena? Nein? Beide leben neben anderen Familien in Molekülien auf Fantasieland. Wenn ihr diese zwei Familien nicht kennt, dann ist euch aber etwas entgangen. Etwas ganz Mysteriöses, was vor Jahren oder Jahrmillionen oder jetzt noch dauernd geschah. Die Kleinwüchsigen, Familie Hydro, ist eine Riesenfamilie mit unzähligen Mädchen. Und die Hochwüchsigen, Familie Oxygena, hat auch viele Mädchen. Aber etwas weniger als die Hydros. Eines Jahres beschlossen diese zwei Familien, die Mädchen der Familien zusammentreffen zu lassen, damit sie untereinander Freundschaft schließen konnten. Die Eltern beorderten also alle ihre Mädchen auf eine freie Landfläche neben dem Atlantik. Und siehe da, nach einem ersten Beschnuppern bildeten sich Dreiergruppen aus den beiden Familien. Jeweils eine große Oxygena nahm zwei kleine Hydros an den Händen. Ich persönlich kenne nur eine dieser Dreiergruppen. Susi und Moni Hydro mit Sarah Oxygena. Die unzähligen Gruppen sprangen und tollten umher. Doch da geschah plötzlich etwas Unfassbares, Mysteriöses. Zauberei fand statt. Die Mädchengruppen waren auf einmal nicht mehr zu sehen. Dafür breitete sich auf dem Landstreifen Wasser aus. Das Wasser bewegte sich weiter und der Pazifik war geboren. Alle fragen sich seither, was hat es mit diesen Dreiergruppen auf sich? Zum Schluss muss ich noch eine dringende Warnung loswerden. In Molekülien auf Fantasieland leben auch die Familien Naishash und Alkulur. Auch die haben jede Menge an Nachkommen, Mädchen und Jungen, und auch die wollten ihre Kinder Freunde werden lassen, und zwar auf einem Landstück, auf dem viel später einmal Berge entstanden. Doch diese Familienkinder waren genügsam. Hier bildeten sich Zweiergruppen. Einer fasste einen anderen, der jeweils anderen Familie, an der Hand. Ich persönlich kenne eine solcher Zweiergruppe. Naishas Moedinin mit Alkulur Gas. Auch jetzt wieder Krach, Blitz, Zauberei. Diesmal entstand aber kein Wasser, sondern ein weißes Pulver, salzige Kristalle. Pardon, ich wollte ja warnen. Passt auf, dass niemals die genannten Dreier- und Zweiergruppen unter bestimmten Bedingungen, die ich jetzt nicht verrate, zusammenkommen. Die werden ihre Hände dann loslassen und neue Freundschaften schließen. Gefährlich wird es vor allem, wenn ein Hydro
mit einem Alkolur Freundschaft schließt. Sobald diese zwei im Wasser zusammenkommen, raucht es. Und bei Kontakt mit euch verätzt ihr eure Haut. Das tut verdammt weh. Kommt euch irgendetwas bei diesen mysteriösen Ereignissen in Molekülien auf Fantasieland bekannt vor? Wer sind Hydro, Oxygena, Neischersch und Alkolur? Könnt ihr etwas über die genannten Freundschaftsgruppen herausfinden? Viele Grüße von mir, Oxidan. That was complicated, right?